Wir kriegen euch alle. Wer ist das wir und wer ist das ihr? Die waren aber auch bewaffnet mit Sturmgewehren. Die Schusswaffe war freigegeben. Ohne die Spezialeinsatzkräfte sind wir schon der Meinung, hätte es Tote geben können auf beiden Seiten. Eine massive Demonstration von Polizeimacht, unverhältnismäßig, rechtswidrig, freiheitsfeindlich. Pro Sicherheit und Ordnung, für Law and Order, für die Polizei. Und das nenne ich eine Simulation von Kompetenz, weil die Beschädigungen im Demonstrationsrecht in Kauf genommen wurden. Die Polizei gewinnt immer mehr Aspekte militärischer Organisationen. Wenn man sich Polizeigewalt anguckt, muss man feststellen, dass es auch ein gewisses Interesse an einer Eskalation geben kann. In Bayern wurde ein Polizeigesetz verabschiedet, das eines der schärfsten Polizeigesetze nach 1945 ist.